Erledigen. Drücke links, um deine Waffe einzustecken. Gut. Fahre mit Joe zu Lone Star Bar. So, dann fahren wir zurück auf die Straße. Ah, falsche Richtung. Ah, unser schönes Auto. Drücke rechts, um den Sender des Audios zu verwechseln. Ja, beziehungsweise das Radio auszuschalten. Schauen wir doch gleich mal, was das alles hier ergibt. Nein. Nein. Schon besser. Da, la, 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 la. Und dann auf dem Haupthighway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. So, wir schauen jetzt mal kurz beim Waffenshop vorbei. Gucken, ob es da irgendwas Interessantes für uns gibt. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Leider haben wir nicht so viel Geld. Wir haben leider nur $20,44 und der Revolver kostet fast $50. Somit können wir einfach weiterfahren und wenn wir die $400 uns verdient haben, dann können wir auch hier in den Waffengeschäft wieder zurückkehren. Oh, haben wir ein Stoppschild umgefahren. So ein Pech aber auch. Wie ist es, wieder hier zu sein? Gut. Noch besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Hey, kein so ein Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist St. Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Vito. Du hast ja nur ein paar Jahre weg. Es braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnicke. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Die haben hier jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist ja auch scheißegal. Oh, verdammt, ist ja toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen... Fahr! Fahr! Flüsterne mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Papa Joe hat sehr großes Vertrauen in mir. Wie schick sie ist. Weißt du was? Irgendwann kaufe ich mir was. Noch kein Tag zurück und schon ist ihm sein altes Viertel nicht mehr gut genug. Hey, nur die Ruhe, man wird ja noch träumen dürfen. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Lust auf Shampoos? Aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch, das werden wir schnell ändern. So. Ich finde die Häuser sind sehr schön gemacht hier rechts. Auch die Brücke sehr schön gemacht. Schauen wir doch gerade mal, ob wir mal später vielleicht in der Lage sind, drüber zu fahren. Ja, sieht so aus. Ah, Taxi bleibt stehen. Jawohl. Gib mir mal Gas hier. Jetzt hier rechts. Jawohl. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nichts wie weg. Wenn's sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn's Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Stiehl den cremefarbene Walter Coupé. Was hier? Ist hier ein Hintereingang vielleicht? Holla!
Nein, leider nicht. Hier ist kein Hintereingang. Hier können wir auch nirgendwo lang gehen. Hier vielleicht. Nein, hier vielleicht. Ja. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Ihr habt eine Knarre! Oh oh, oh oh. Kannst du gleich schnell weg hier? Boah! Alles hinter mir her. Uiuiuiui. Der hilft nur eins. Mann, oh Mann, oh Mann. Knapp verfehlt. Waffe weg, Waffe weg. Gut. So. Den haben wir jetzt erledigt, oder? Ja. Hat er noch irgendwas zum Aufheben? Schön 38er Revolver. So, und das hier ist unser Auto. Hey! Hey, was machst du da, du Wichser? Zack, zack, zack. Und zack, komm her, nachladen. Und zack, zack. Und verstecken. Wo ist der nächste da?